Die Weltbevölkerung steigt rasant. 2050 könnte es 10 Milliarden Menschen auf der Welt geben. Was sind die größten Herausforderungen, die damit einhergehen? Die größten Herausforderungen, die damit einhergehen, dass man dieses Thema signifikant besetzt. Man muss es benennen, und zwar ständig und stetig. Aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, sind diese 10 Milliarden Menschen 2050 eine sehr große Herausforderung für die Natur, für die Umwelt, für die Menschheit generell. Weil die Frage, die wir immer stellen, ist, wie viel Mensch kann Welt, kann Erde? Es geht um Ressourcen, es geht um Hunger, es geht um Wasser, es geht um, wie gesagt, Nahrung, alles, was dahinter steckt. Und dieses Thema muss man wirklich benennen. Und die größten Herausforderungen sind eben neben dem Benennen auch, wer trägt die Verantwortung? Kann man die Verantwortung für eine Bevölkerungsexplosion von Land zu Land weitergeben? Oder ist es nicht wirklich eine anzumahnende Verpflichtung jedes Einzelnen gegenüber? Und hier sind wir wirklich nicht nur immer im Austausch, sondern wir sind die, die dieses Thema wirklich immer auf die Agenda oben raussetzen wollen. Und was wir festgestellt haben in der Vergangenheit ist, dass es hier ein sogenanntes Reframing oder ein neues Framing für dieses Wort Bevölkerungsexplosion oder Bevölkerungswachstumsbegrenzung gibt. Man nennt es ja heutzutage reproduktive Gesundheit. Und man lamentiert so ein bisschen um dieses Thema, weil wem will ich denn vorschreiben, dass er nicht so viele Kinder bekommen kann, wie er vielleicht möchte. Aber genau darum geht's. Nicht jeder hat in einer Welt, die eng verwoben ist, jedes Recht, alles zu tun. Weil dann wäre es ja eine offene Welt, wo wirklich jeder tun kann, was er will. Und wir sehen ja auch bei den Themen wie Klima zum Beispiel, Umwelt, dass es wirklich hier darum geht, es von allen Seiten zu beleuchten und eben die große Herausforderung ist, das endlich mal auch in den Kontext zur explodierenden Weltbevölkerung zu setzen. Wenn es um den Klimawandel geht, spielt das Thema Bevölkerungswachstum eine eher untergeordnete Rolle. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Also das liegt daran, weil man das gerne immer ausgrenzt. Also wem will ich hier was vorschreiben, darum geht es ja genau. Und man will ja dieses, nennen wir mal das Thema Klimawandel, Klimakatastrophe gleich Klimaflüchtling. Man will uns also sagen, durch den Klimawandel wird es demnächst viel mehr Menschen geben, die sich Migration begeben, das heißt, die sich in Wanderung begeben. Warum? Durch den Klimawandel. Und was wir eben feststellen von der AfD, und wenn wir das Thema einfach mal beiseite schieben mit der Überschrift Klimawandel, sagen wir, es ist eine Umweltkatastrophe, auf die wir zusteuern. Und hier müssen wir nämlich dieses Mehr an Mensch ganz klar benennen. Weil mehr Menschen konsumieren mehr, mehr Menschen verbrauchen mehr. Es geht um, woher soll die Welt das Getreide bringen, die ganze Ernährung, das Wasser. Und wenn wir dann noch auf die SDGs zum Beispiel zu sprechen kommen, auf die 17 nachhaltigen Punkte der Agenda 2030, dann muss man wirklich mal fragen, wie soll das funktionieren, wenn jeder Mensch ein Recht auf Bildung, ein jeder Mensch auf Strom zum Beispiel Energie hat, dann fragen wir mal, wie viel Energie genau? Und wie viel kann Welt liefern an Energie, ohne so viele Ressourcen aus der Erde herauszuholen, dass diese Erde letztendlich dadurch untergeht und zerstört wird? Herr Friedhoff, was muss die internationale Staatengemeinschaft leisten, um insbesondere die Länder in Afrika zu unterstützen? Als erstes müssen wir aufhören, Afrika etwas vorzuschreiben. Afrika ist kein kleines, unmündiges Kind. Afrika ist ein erwachsener Kontinent und so müssen wir ihn auch betrachten. Vielleicht mit anderen Wertevorstellungen, vielleicht mit anderem Verhalten. Aber es liegt ja nicht an uns, diesen Menschen zu erklären, was das europäische Verhalten in Afrika ist. Sondern wir müssen Afrika durch eine afrikanische Brille sehen. So ist es. Wir müssen erkennen, dass Afrika ein wunderschöner, ein reicher Kontinent ist. Und wenn wir als Deutschland das endlich mal verstehen, dann liegt es an uns, auch mal klar zu sagen, wo unsere eigenen Interessen zum Beispiel in Afrika sind. Weil wer Afrika erlebt, weiß, dass Afrika ein Chancenkontinent ist, vielleicht der reichste Kontinent der Erde. Und hier geht es ja auch darum, einfach mal ihn nicht auszuplündern. Ja, unsere wirtschaftlichen Interessen oder die Großmächte ist ja ganz gerne tun, auf Kosten anderer. Oder hier nennen wir mal unsere E-Mobilität, den afrikanischen Kontinent auszubeuten, damit wir hier CO2 neutral befreit in Kopf und Fahrzeug durch unsere eigenen Städte fahren können. Es heißt, Verantwortung zu übernehmen, aber es heißt auch, Afrika 1 klar und deutlich zu sagen, die Verantwortung für Afrika trägt Afrika. Und wir sollten aufhören zu helfen, sondern wir müssen endlich eins tun,
diesen Menschen diese Selbstverantwortung zu übertragen und alles Mögliche tun, dass sie diese Selbstverantwortung annehmen und auch umsetzen können. Und das ist eben auch ein Teil der Bevölkerungsexplosion. Die Verantwortung dafür trägt Afrika. Und das muss man einfordern, das muss man aber eben auch offen diskutieren und ansprechen.